Martin Scorsese ist einer der größten und bekanntesten Regisseure aller Zeiten und im November startet sein neuer Gangsterfilm The Irishman auf Netflix. Da freuen wir uns hier schon besonders drauf. In einem Interview hat der Regisseur nun harte Worte für Disney und das Marvel Cinematic Universe gefunden. Die Comic-Verfilmungen seien nicht mehr als eine Freizeitpark-Attraktion und hätten im Kino nichts verloren. Filme sollten Emotionen und psychologische Erfahrungen übertragen und das konnte er bei diesem Film nicht feststellen. Die Darsteller würden unter diesen Umständen ihr Bestes geben, aber für Scorsese sei es einfach kein Kino. Solche Filme würde er sich auch gar nicht anschauen, aber er habe es immerhin versucht. Mit diesen Aussagen von Martin Scorsese heiße ich euch herzlich willkommen hier zu den News auf Cinema Strikes Back. Joker startet diese Woche in den deutschen Kinos und wird von vielen heiß erwartet. Die Kritiken teilen sich derweil in zwei Lager. Die einen loben ihn in den Himmel, die anderen reden von vertanen Chancen. Unsere Meinung zum Film erfahrt ihr diese Woche, wenn unsere Kritik veröffentlicht wird. In den USA hat Joker schon einen Rekord gebrochen. Noch kein Film hat es im Oktober geschafft, so viel Geld bei Previews einzuspielen. 13,3 Millionen Dollar wurden da an den Kinokassen eingenommen. Der vorherige Rekordhalter war Venom, der letztes Jahr 10 Millionen bei den Previews eingenommen hat. Mal sehen, wie sich Joker bei uns im Kino schlagen wird. Mit der Beverly Hills Cop-Reihe feierte Eddie Murphy Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre Erfolge, auch wenn die Filme mit steigender Zahl hinter dem Titel immer weniger gut ankamen. Nichtsdestotrotz gab es immer wieder Gerüchte und Versuche, einen vierten Teil zu realisieren. Jetzt hat Eddie Murphy in einem Interview bestätigt, dass er demnächst mit den Dreharbeiten zu Beverly Hills Cop 4 beginnen wird. Auch der Prinz aus Zamunda wird eine Fortsetzung bekommen, die im Dezember nächsten Jahres in die Kinos kommen soll. Für Beverly Hills Cop 4 gibt es noch kein Startdatum. Showrunner Damon Lindelof ist der Erschaffer der neuen Watchmen-Serie, die von HBO produziert wird. Auf der New Yorker Comic Con hat er während eines Panels über die Serie geredet. Dabei sagte er, dass die Serie einen Spannungsbogen habe, der sich über die 9 Episoden zieht und es keinen Cliffhanger für eine zweite Staffel gibt. Lindelof sieht die Story damit als abgeschlossen an. Inspector Gadget war eine beliebte Zeichentrickserie Mitte der 80er Jahre, in der ein Cyborg-Inspektor Verbrecher mit unterschiedlichen Hilfsmitteln jagt. 1999 wurde von Disney eine Realfilmadaption umgesetzt, in der Matthew Broderick den Inspektor spielt. Der Film kam eher so mittelmäßig an, aber trotzdem gab es 4 Jahre später einen zweiten Teil, der dann noch schlechter ankam. Nun wird es eine Neuverfilmung von Inspector Gadget geben. Die Produzenten sind Dan Lin und Jonathan Eyrick, die zuletzt die Realverfilmung von Aladdin zu verantworten hatten. Das Drehbuch soll von den Saturday Night Live Autoren Streeter Seidel und Mikey Day kommen. Auf der Comic-Con in New York hat Marvel bekannt gegeben, dass 2020 einige Comic-Reihen einen Relaunch bekommen werden. Thor und die Guardians of the Galaxy bekommen neue Kreativteams, die sich um neue Storylines bemühen sollen. Bei Iron Man wird Tony Stark den Blechanzug an seinen Adoptivbruder Arno Stark abgeben. Die Figur taucht in anderer Form schon in den 80ern mal auf. Auch bei DC tut sich was. Es wird den Versuch geben, die ganzen Welten und Stories so zu ordnen, dass sie für den Leser besser verständlich sind. Das verkündete der Comicautor Dan DiDio und damit wird es zum ersten Mal eine offizielle Timeline geben. Die wird dann in 4 Teile unterteilt sein: Dawn of the Heroic Age, The Space Age, The Age of Crisis und The Flashpoint. Ab dieser Woche könnt ihr euch selbst ein Bild von Joker machen, denn der Film startet in den deutschen Kinos. Er zeigt eine mögliche Origin-Story zu Batmans Feind Nummer 1, dem Joker. Unsere Kritik erscheint am Mittwoch. Außerdem startet diese Woche Dem Horizont so nah, ein romantisches Drama, in dem Jessica einen scheinbar netten und gut aussehenden Typen kennenlernt, der aber wohl ein düsteres Geheimnis verbirgt. Mit Dora und die Goldene Stadt gibt es nun auch eine Realverfilmung der beliebten Vorschulzeichentrickserie Dora the Explorer. Vielleicht sehen wir hier die Zukunft von Indiana Jones. Das haben Leute echt gesagt. Zu Hause könnt ihr euch ab heute die erste Staffel von Doom Patrol auf Amazon Prime anschauen. Die bisherigen Kritiken für die Serie fallen sehr positiv aus. Comic-Fans sollten also mal einen Blick riskieren. Auf Fox geht es mit der 10. Staffel von The Walking Dead weiter. Und auf Netflix gibt es ab Donnerstag die 4. Staffel von Riverdale. Was haltet ihr von den Aussagen von Martin Scorsese? Ist das einfach nur seine Meinung und seine persönliche Einordnung von Kinofilmen? Würdet ihr seine Aussagen so unterschreiben oder sind Marvel-Filme für euch das Beste, was je in einem Lichtspielhaus gelaufen ist? Schreibt uns eure zivilisierte Meinung in die Kommentare. Hier könnt ihr euch jetzt unser neuestes DC-Quiz anschauen, in dem Alper gegen Jonas antritt. Und hier erfahrt ihr bei Simplicissimus, warum Hausaufgaben eigentlich nichts bringen. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.